Heute lade ich Sie ein, einen Blick mit mir hinter die Kulissen vom World Spirits Award zu machen. Der World Spirits Award ist sicher eine der hochwertigsten Spirituosenprämierungen weltweit. Und der Unterschied zu allen anderen Prämierungen ist sicher der, dass wir ein perfektes Bewertungssystem haben. Ich kenne Verkostungen zur Genüge auf der Welt. Und das Problem ist immer, dass erstens einmal die Verkoster nicht gut ausgebildet sind. Und ein weiterer Grund auch ist jener, dass einfach die Systeme, die verwendet werden, nicht perfekt sind. Menschen sind eigentlich oder neigen dazu, Produkte immer mit Punkten zu bewerten und das immer so zu machen, dass ein Produkt Hausnummer 20 Punkte hat, 16 Punkte, 14 Punkte, 12 Punkte, wie immer. Nur objektiv beurteilen kann man ein Produkt nur dann, wenn mit Symbolen gearbeitet wird. Wir beim World Spirits Award arbeiten mit dem WOP-System, das ist mein eigenes System, das ich in den letzten 20 Jahren entwickelt habe. Wir arbeiten mit Symbolen. Jede Hausfrau auf der Welt kann unterscheiden zwischen okay, zwischen plus und zwischen minus. Okay ist okay, plus ist sehr gut, minus ist schwach. Und wenn man nur 5 Kriterien beurteilt, spricht Duft, die Sauberkeit des Duftes als 2. Kriterium, den Geschmack als 3. Kriterium, die Sauberkeit des Geschmacks als 4. Kriterium und dann geht es ums Eingemachte, um die Harmonie eines Produktes, dann kann man ein Produkt perfekt beurteilen. Nur Stichwort Harmonie. Das Problem ist, die Harmonie besteht aus DHL. Dichte, Harmonie und Länge. Die werden separat genauso mit dem Plus, Minus, okay beurteilt. Nur, wie läuft das jetzt in der Praxis ab? Es gibt diese Bewertungsbögen. Und wenn man zum Beispiel bei der Polizei auf der Autobahn oder wo immer ein Ticket bekommt, dann hat man immer die Begründung, warum man 100 Euro oder 200 Euro zahlt. Zu schnell gefahren, 30 km/h zu schnell gefahren. Deswegen muss immer die verbale Beschreibung mit der Punktierung eines Produktes übereinstimmen. Sonst ist irgendwo die Krux drinnen, irgendwo ist da ein Fehler drinnen, irgendwas funktioniert nicht. Dass natürlich blind verkostet wird, braucht man gar nicht reden. Das ist blinder Standard. Das ist Standard auf der ganzen Welt oder sollte es sein. Wenn wir jetzt ein Produkt verkosten, die Farbe, das ist Catwalk, die Farbe interessiert keinen Menschen bei Spirituosen, außer es ist ein Likör und die Farbe ist gebrochen. Nur, was uns interessiert, ist der Duft, der Geschmack und die Harmonie. Wenn ich jetzt dieses Produkt hernehme, das ist ein Apfel, Cuvée, dann weiß ich von den Angaben her, dieses Produkt hat, das ist ein Apfel-Cuvée. Das Produkt hat 48% Alkohol. Der Alkohol ist immer wichtig zu wissen, weil ein Produkt, das 40% hat, ist ein leichtes Produkt, wenn man so will. Ein Produkt, das 70% hat, ist ein Wahnsinn. Und die muss natürlich die Alkoholschärfe bei 70% relativieren. Weil ich kann nicht sagen, ein Produkt mit 70% ist scharf, was ist es sonst? Es ist Alkohol und kein Zitronensaft und kein Himbeersaft. Wenn ich jetzt dieses Produkt beschreibe, ich rieche hinein, beschreibe einmal erstens, was ich rieche. Das heißt, ich rieche Leder, ich rieche Kaffee, ich rieche Karamell, ich rieche dieses, ich rieche jenes. Und es geht darum, das ist ein Apfel-Cuvée. Jetzt muss ich einmal definieren, ist das ein Apfel-Cuvée, der typisch, sehr typisch oder schwach ist. Wenn ich jetzt schreibe, sehr typisch, was werde ich schreiben? Plus, wenn es okay ist, das spricht typisch das Produkt, dann werde ich schreiben, okay. Wenn es minus ist, dann ist es schwach. So, dieses Produkt ist mein eigenes, ist Plus-Plus, das gibt es auch. Natürlich, das gibt's. Lacht's nicht. Dann, sauber, natürlich, habe ich produziert, ist ein Plus. Gib mir einen Geschmack, wichtigste. Mein Schwager würde sagen, köstlich. Es ist wirklich köstlich, nur köstlich ist keine Größe, sondern das Produkt ist sehr gut. Es hat wieder dieselbe Aromatik wie im Duft. Man nennt das zum Spiegelbild des Duftes. Da kann man sich dann ein bisschen austoben in der verbalen Beschreibung oder eine Kopie des Duftes. Okay,
wir machen natürlich eine objektive Bewertung und keine subjektive Bewertung, deswegen gebe ich dem Geschmack nur das Plus. Und die Beschreibung ist dennoch sehr typisch oder sehr intensiv, deswegen gebe ich das Plus. So, jetzt haben wir den Geschmack. Fehler, ich produziert keinen Fehler. Wieder Plus. Harmonie, jetzt schauen wir uns die Harmonie an. Ah. Ja, köstlich, sehr gut, sehr intensiv. DHL, ich mache jetzt keine Werbung für den Paketdienst, dicht, harmonisch, lang. So, das Produkt ist super dicht. Trotzdem gebe ich nur ein Plus, objektiv. Subjektive Beurteilungsmöglichkeiten sind auszublenden. Harmonisch. Für 51% ist das Produkt totaler Wahnsinn. Harmonisch. Der Alkohol ist eingebunden in Holz. Es ist, ja, sehr gut. Gebe da Plus. Und die Länge? Wie viel soll ich euch erzählen? Es ist einfach zu lang. Trotzdem gebe ich ein Plus. So, jetzt habe ich praktisch im Grunde genommen ein Subroster beurteilt, mit Plus, Minus, okay. So, subjektiv würde ich sagen, es ist ein Plus, Plus in der Harmonie. Objektiv würde ich sagen, es ist ein Plus. Moral der Geschichte, das Produkt hat jetzt umgerechnet von der Symbolik, das okay hat 16 Punkte, das Plus hat 19 Punkte, das Minus hat 13 Punkte, das Plus Plus hat 20 Punkte. Dieses Produkt hat 96 Punkte. So, ich habe dem Produkt 96 Punkte gegeben. Nur, wenn ich jetzt bei einer Verkostung wäre, dann habe ich da noch 6 Leute, die 3 Teams repräsentieren. Dann habe ich meinen Assistenten, der hat ein bisschen mehr Haar wie ich. Und es werden immer 3 Teamwertungen genommen. Der Assistent hat den gleichen Standard wie ein Team. Das heißt, wenn die 3 Teams auf einer Linie sind, wie 95 Punkte, und der Assistent 96 Punkte hat, dann kommen immer die Teams vor dem Assistenten. Wenn zum Beispiel 2 Teams 92 Punkte haben, der Assistent hat 96 Punkte, das dritte Team hat auch 96 Punkte, dann kommt der WOP zum Einsatz. Das ist nämlich eine Pattsituation, dann steht es 2 zu 2, dann weiß man nicht, das ist 92 Punkte, das ist 96 Punkte. In diesem Fall habe ich, so wie die Großmächte auf der Welt, ein Vetorecht. Das heißt, dann entscheide ich, ist es jetzt 92 oder ist es jetzt 96 Punkte. So, wenn ihr das jetzt kapiert habt, wie das Ganze geht, dann ist es in Ordnung. Wenn nicht, dann rate ich auf unserer Webseite nachzuschauen unter world-spirits.com. Da werden nämlich Kurse angeboten, wo man das lernt. Und wenn ihr auf der Welt mitreden wollt, wollen, wie man verkostet, dann buchen Sie bei uns einen der Kurse. Danke, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Ordner sarkastisch Inside World Spirits.